Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich Hallo? denn da bitte? Spreche ich mit Herrn Gerhard, ja? Gerald ist Hubschrauber. mein, ja, Hubschrauber. Am Apparat spricht Michael Kowalski. Herr Hubschrauber, ich möchte Ihnen Informationen geben über die Kryptowährungen. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein etwas längeres Telefonat mit einem Betrüger, der uns wieder irgendein tolles Trading-Produkt verkaufen möchte. Dass das hier nicht seriös ist, wird man anhand des Gespräches hier schon rausfinden. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Aha. Wissen Sie, was Kryptowährung ist und wie das funktioniert? Und Nee. vielleicht haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Oder was? Nee. Wissen Sie gar nichts, ja, darüber? Okay, dann ich werde Ihnen erklären, Herr Hubschrauber. Kryptowährung ist Online-Zahlungsmittel, digitales Zahlungsmittel und funktioniert wie Euro und Dollar. Zum Beispiel, es gibt heutzutage über die Bitcoin und also Ethereum, Ripple und so weiter. Es gibt über 5000 Kryptowährungen auf dem Finanzmarkt. Nee, über Das bedeutet, 40.000. wie bitte? Über 40.000. Genau. Und Sie haben Möglichkeit, in diese Kryptowährungen investieren und jeden Monat von 40 bis 60% zu investieren, also profitieren, ja? Das bedeutet, ja. Vielleicht haben Sie etwas von Bitcoin gehört, richtig? Nee, kenne ich Nee. nicht. Also Bitcoin ist die bekannte Kryptowährung, ja? Die berühmte Aha. Kryptowährung auf dem Kryptomarkt. Das bedeutet, ein Bitcoin hat vor 10 Jahren nur $1 gekostet. Aha. Und jetzt kostet ein Bitcoin 22.000 Dollar. Warum? Weil diese Kryptowährung sehr zum Beispiel sehr, sehr oft verwendet von den Leuten, um die also bei den Überweisungen. Zum Beispiel, sie Aha. müssen anderen Land Geld überweisen, aber Ja. per Bank dauert das 1 Woche oder 2 Wochen. Also unsere nette Blitzbirne hier erzählt uns ja wieder jede Menge Blödsinn. Mal ganz davon abgesehen, dass die Preise hier alle gar nicht stimmen, bis auf der Startpreis von Bitcoin, ist das alles nur wieder ausgedacht. Also welche Bank braucht denn bitte schön eine ganze Woche, um Geld ins Ausland zu überweisen? Klar, dauert das vielleicht bis zu 2 Tage. Wenn ich aber eine Kreditkarte nehme, dann geht das sofort. Und wenn ich Geld abheben will im Ausland von irgendeinem Bankautomaten, dann geht das ebenfalls sofort. Dafür brauche ich keinen Bitcoin, um erst den Euro in Bitcoin zu wandeln und dann den Bitcoin ins Ausland zu transferieren und den dann wieder in, ja, die entsprechende Währung zu transferieren. Ist ja komplett Blödsinn, was der hier erzählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier tatsächlich ein Verkaufsargument sein soll, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Denn das, was er da erzählt, ist einfach nur jede Menge Blödsinn aneinandergereiht, damit er viel erzählt hat, doch Inhalt hat das Ganze nicht. Aber Sie können also mit Hilfe von Bitcoin das in 15 Sekunden machen. Das. In 15 Sekunden können Sie zum Beispiel diese Geld von anderen zu anderen Land überweisen, ohne Problem. Deswegen verwenden die Leute diese Kryptowährung sehr, sehr oft und häufig. Deswegen steigen die Preise von Tag zu Tag, ja? Und es gibt andere Kryptowährungen auch. Diese Kryptowährungen heutzutage kostet 50 Cent oder 1 Dollar. Und in einem Monat oder in 2 Monaten wird die Preis sehr, sehr hoch steigen. Und Sie haben Möglichkeit, diese Kryptowährungen billig zu kaufen und sehr, sehr teurer zu verkaufen. Billig ist immer gut. Haben Sie verstanden, ja? Sehr gut. Und Sie müssen zum Beispiel den Kryptomarkt analysieren, jeden Tag. Und damit Sie ein großes Gewinn machen, ja? Sowas kann Aber ich Sie nicht. haben vielleicht keine Zeit oder Sie sind sehr beschäftigt. Und wir sind ein Beratungsunternehmen, Herr Hubschrauber. Und Sie bekommen von unserer Seite Beratung. Okay. Ratschläge. Zum Beispiel, wie Sie investieren können, welche Kryptowährung heutzutage Potenzial hat und so weiter. Und wie lange Sie diese Kryptowährung in Ihrem Konto behalten sollen und wann ist die beste Zeit für den Verkauf. Aha.
Solche Informationen bekommen Sie von unserer Seite und Sie haben Möglichkeit, 100% Gewinn zu machen auf dem Finanzmarkt. So viel. Und Herr Hubschrauber, Sie überweisen uns nicht oder Sie geben uns kein Geld. Sie bezahlen uns gar nichts. Okay, das ist gut. Also kostenlos. Ja. Prima. Ja, kostenlos natürlich. Sie machen alles allein, ja? Zum Beispiel, Sie haben mit einem Beispiel, möchte ich Ihnen erklären, benutzen Sie eine Online-Bank, ja? Ja. Von welchem Bank zum Beispiel? Von Sparkasse oder Commerzbank und so weiter. Und Ihr Geld steht in Ihrem Konto, 100% gesichert, ja? Was heißt das? Zum Beispiel, Sie haben Online-Banking und Sie haben ein Konto in Ihrem Bank und Ihr Geld steht in Ihrem Konto 100% gesichert. Und Ihr Geld steht Ihnen zur Verfügung, jederzeit. Sie können jederzeit verwenden, auslassen oder einzahlen, ja? Das funktioniert auch so. Sie werden auf den öffentlichen und offiziellen Plattformen ein persönliches Konto haben und Sie überweisen auf Ihr persönliches Konto, nicht uns. Das bedeutet, Ihr Geld steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Aha, das ist schön. Und Sie kontrollieren nur selbst Ihr Konto. Ja. Nur Sie können einloggen, nur Sie selbst. Wir haben keinen Zugang auf Ihr Konto oder jemand kann nichts, also einloggen Ihr Konto und so weiter. Tja, auch das ist alles wieder nur Bullshit. Der erzählt hier, dass ich das ganze Programm hier kostenlos bekomme und nichts einzahlen muss. Aber doch muss ich irgendwie Geld auf mein Konto aufladen. Wo ist denn da jetzt bitteschön der Unterschied? Denn wenn ich da jetzt Geld hin überweise, ist ja nun egal, ob die das Konto als mein Konto bezeichnen oder ein Firmenkonto. Es ist letztendlich ja ein Konto bei einer fremden Firma, die ich nicht kenne, wo ich jetzt mein Geld hin überweisen soll. Auch wenn er mir hier die ganze Zeit erzählt, das wäre kostenlos. Naja, kostenlos ist es ja nur dann, wenn ich dazu kein Geld in die Hand nehmen muss. Aber die brauchen ja Geld, um mit meinem Geld mehr Geld angeblich zu machen. Nun ja, das Einzige, was sie damit mehr machen, ist deren eigenen Kontostand, aber nicht euren Kontostand. Und das ist definitiv schon mal kompletter Blödsinn. Aber auch alles, was er hier so ringsrum erzählt, dient eigentlich nur zum Blabla und nicht, um euch irgendwie zu informieren. Denn, tja, weiß ich nicht, er redet ja hier von Beratung. Aber was also mit Beratung hat das ja hier nun wirklich gar nichts zu tun. Und auch diese tolle Story, dass man sich da als fremde Person nicht auf deren Konto oder auf euer Konto dann einloggen könnte. Nun ja, wie wir ja aus vergangenen Videos und Telefonaten hier schon gelernt haben, bekommt man ja ein Einmalpasswort von dem Typen oder der netten Dame am Telefon erstellt. Womit die sich dann technisch gesehen selbst einloggen könnten. Und nehmen wir nun mal an, ihr seid da jetzt registriert. Ihr ändert euer Passwort, damit die da eben nicht mehr mit reinkommen und man vermeintlich dann alleine ist. Und dann überweist ihr euer Geld auf das komische, dubiose Konto. Nun ja, aber trotzdem kann sich da jederzeit einer einloggen, denn ihr habt ja schließlich auch ein Einmalpasswort am Anfang bekommen. Und das kann der Mitarbeiter jederzeit wieder erstellen und sich dann darüber einfach in euer Konto einloggen. Das macht das Ganze schon mal absolut komisch und unseriös. Naja, und außerdem ist es komisch, dass man bei diesen Webseiten in der Regel nicht mehr als 8 Zeichen bei seinem Passwort eingeben kann und eine 2-Faktoren-Authentifizierung sucht man hier auch vergebens. Also das heißt, noch irgendein zweites Sicherheitsmerkmal, wie zum Beispiel eine SMS oder irgendein Push-Tan, den man auf sein Handy geschickt bekommt, um sich dann in sein Bankkonto einzuloggen. Und das fehlt hier bei diesen Webseiten komplett. Tja, und die reden hier von Sicherheit und man würde da nicht an das Geld kommen und irgendwie ist es ja eigentlich alles kostenlos und man muss nichts an die Firma überweisen, aber auf sein eigenes Konto muss man da was überweisen. Nun ja, dass dieses eigene Konto aber nicht existiert, sondern nichts anderes als das Bankkonto deren Firma ist, das erzählen sie euch hier am Telefon natürlich nicht. Denn ist klar, wer hier sein Geld einzahlt, das ist eine Einbahnstraße. Das Geld könnt ihr hier nie wieder rausholen. Ihr schenkt denen quasi einfach nur Geld. Mehr passiert da nicht. Ihr werdet auch nicht noch ein zweites Mal angerufen. Natürlich gibt es den ein oder anderen Fall, wo nochmal jemand von dieser Firma anruft, um nochmal Geld abzugrasen. Kommt auch hin und wieder mal vor. Es gibt ja hier verschiedene Varianten von dem Betrug. Aber eins ist sicher, gebt ihr denen Geld, dann könnt ihr das definitiv auch in keinem Fall wieder zurücküberweisen. Das bedeutet, ihr Konto ist 100% von diesen Plattformen, offiziellen und öffentlichen Plattformen, 100% gesichert. Okay.
Das bedeutet, sie machen alles selbstständig. Nur, sie bekommen von unserer Seite Ratschläge. Warum? Warum brauchen sie diese Ratschläge, Herr Hubschrauber? Weil sie wissen nicht 100%, welche Kryptowährung Potenzial hat oder welche Kryptowährung die Preis hochsteigen oder untergehen. Aber seine Firma weiß, wann welche Kryptowährung hochgeht oder wie. Also haben sie irgendwie einen Hellseherpass gemacht? Ich weiß mal nicht. Also es gibt natürlich immer so ein bisschen die Möglichkeit, den Markt so zu beobachten, zu analysieren und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Nur hellsehen kann keiner auf dem Finanzmarkt. Auch wenn die Betrüger das hier gerne immer irgendwie ja so darstellen wollen, als könnten sie das. Auch wenn man dann danach fragt, ob sie hellsehen könnten, dann, naja, dann antworten sie ja nein. Die Finanzberater, die wissen das halt einfach. Ja, und woher? Erklären können die es mir auf jeden Fall auch nicht. Schon immer wieder wahnsinnig interessant, tja, für wie intelligent die sich eigentlich halten. Nur wenn man dann mal so ein bisschen nachfragt, dann bricht das Kartenhaus eigentlich schon zusammen. Vielleicht, Sie können das allein machen, aber Sie können vielleicht bankrott gehen oder 50% bankrott gehen, 50% ein großes Gewinn machen können. Ja. Das ist ja 50-50, Ihre Chance. Mithilfe von unseren Experten und Ratschlägen können Sie 100% Gewinn machen. Aha. Dafür bekommen wir von Ihrem Gewinn, zum Beispiel, wenn Sie Gewinn haben, bekommen wir von Ihrem Gewinn von zum Beispiel von 6 bis 8% Gebühr. Das Gebühr ist für unsere Ratschläge. Ja? Aha. Und wenn Sie den Anweisungen von unseren Experten 100% folgen, ist Ihr Gewinn von unserer Seite garantiert. Und Sie bekommen jeden Monat von 40 bis 60% Gewinn. Aha. Zusätzliches Einkommen bedeutet, ja? Mhm. Sehr gut. Okay, ich werde Ihnen jetzt alles visuell zeigen, Herr Hubschrauber. Haben Sie Internetzugang? Ja. Ja? Mhm. Sehr gut. Also, haben Sie jetzt Handy oder Laptop dabei? Welche? Also, ich besitze ein Telekommunikationsendgerät und ein Personalcomputer. Okay. Dann öffnen Sie bitte Google Chrome. Das habe ich nicht. Haben Sie kein Google Chrome, ja? Nee. Welche Browser haben Sie? Safari oder? Nee, den mit der Zwiebel. Mozilla. Welche? Den mit der Zwiebel. Okay, öffnen Sie das? Ja, Moment, das braucht ein bisschen. Der ist immer sehr. Kein Problem, alles okay. Mhm. Ja, alles okay. Herr Hubschrauber, vielleicht haben Sie AnyDesk, eine Applikation in Ihrem PC? Nee. Computer? Nee, was ist das? Nee. Was macht diese Applikation also bedeutet, ich sehe Ihr Bildschirm, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Und ich kann Ihnen also sagen, worauf Sie klicken sollen und wie Sie machen können. Dann machen Sie allein von Ihrer Seite, selbstständig. Können Sie denn auch können mündlich auf Hintergrund sehen? Nochmals bitte? Können Sie dann auch meinen Desktop-Hintergrund sehen? Genau. Oh je. Ja, und der kann nicht nur euren Desktop-Hintergrund sehen, sondern eigentlich, sobald ihr Zugriff auf euren Computer gewährt, streng genommen alles. Und auch, wenn ihr das nicht mal mitbekommt. Es braucht nur einen unachtsamen Moment, wo man euch dann jetzt hier noch erzählt, das Bild hängt kurz, kleinen Moment, es geht gleich alles wieder, aber in der Zeit wird man euch hier Trojaner und Viren auf eurem Computer installieren. Ja, damit ihr mit eurem Computer im Nachgang dann keinen Spaß mehr habt. Denn hier zielt das Ganze sicherlich noch auf Identitätendiebstahl hin. Also, dass man an eure Passwörter kommen möchte und dann auch noch die Macht über all eure Social-Media-Kanäle und so weiter habt. Das ist der Plan. Und im Idealfall habt ihr eure Bankdaten auch gleich noch auf dem Rechner gespeichert, damit die netten Menschen direkt auf eure Bank zugreifen können. Natürlich gibt's dann auch hier noch das Push-TAN-Verfahren, was irgendwie ein bisschen Sicherheit bringt.
Aber, naja, wenn die erstmal Zugriff auf euren Computer haben, ist das Spielchen hier im Nachgang sicherlich nicht mehr lustig. Denn im schlimmsten Fall kann man seinen Computer komplett zurücksetzen. Denn wenn die einmal Zugriff auf euren Rechner haben, wisst ihr nicht, was die im Hintergrund so alles noch mit eurem Computer angestellt haben. Sind Sie da sicher, dass ich das sehen möchte? Herr Gerard, zum Beispiel, wir haben zwei Varianten, um zu fortfahren. Erstens, ich kann Ihnen alles mündlich sagen, dann Sie machen alles selbst von Ihrer Seite. Aber in diesem Fall brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und vielleicht ist kein Problem sein, also in den manchen Schritten, technischen Schritten, weil ich sehe nicht Ihr Bildschirm. Zweite Variante, also, wir können eine Applikation Anydesk benutzen. Mit Hilfe von dieser Applikation kann ich Ihnen alles sagen und ich sehe Ihr Bildschirm, was Sie gerade sehen. Das können wir machen. Wenn Sie sich da sicher sind, dass Sie sich das angucken möchten, dann können wir das gerne tun, ja? Ja. Haben Sie, also, Moment, haben Sie jetzt Laptop, ja, oder PC? Welche? Ein Personal Computer. Personal Computer, sehr gut. Und jetzt können Sie bitte diese Applikation installieren, Anydesk. Wie macht man das? Ich diktiere Ihnen, buchstabiere Ihnen. Aber was soll ich denn da machen? Wo soll ich das hinschreiben? Moment. Ja. Microsoft Store haben Sie, ja? Nee, was ist das? Zum Beispiel, im Handy haben Sie Play Store oder App Store, ja? Das ist auch so. Nur, das ist für, also Laptop, für die Windows. Aber ich habe doch gar keinen Laptop. Ich habe doch meinen Personal Computer. Ja, das geht, das ist für auch, das ist allgemein. Personal Computer und Laptop, alles funktioniert. Ja. Okay, klingt gut. Zum Beispiel, wenn Sie also einige Applikationen installieren wollen, welche Applikationen benutzen Sie? Microsoft Store oder welche? Na, Google. Da gehe ich auf Google und dann lade ich mir der Programm runter. Okay, dann können Sie Google schreiben. Wohin? Google. Also ich soll auf Google gehen, nicht schreiben. Ja, genau. Ja, dann rufe ich mir jetzt die Webseite von Google auf, ja? Genau. Ja, einen kleinen Moment. Wie Anton, schreiben Sie bitte, Herr Hubschrauber. Einen kleinen Moment bitte. Einen Moment. Ja. Bitteschön. Ich lasse Sie gerne warten. Anton? Einen kleinen Moment, ich lasse Sie gerne warten. Okay. Ja. So, jetzt befinde ich mich auf der hochfrequentiert designten Website von der Firma Google. Akustisch habe ich Sie nicht gut verstanden, Herr Hubschrauber. Können Sie nochmal wiederholen? Nicht gut. Helikopter. Helikopter? Ja. Helikopter. Was ist das? Ja, zumindest kriegen wir hier den netten Betrüger wieder ordentlich verwirrt. Aber lustig ist, dass man den Schreihals, den man hier im Hintergrund hört, schon aus anderen Videos kennt. Also in diesem Callcenter sitzt auf jeden Fall noch ein anderer Betrüger, den wir schon mal dran hatten. Ich find's irgendwie immer wieder lustig, dass man die tatsächlich, die Nachbarn von den Betrügern direkt am Nebentisch erreicht oder wie auch immer, die mich erreichen und man unterhält sich dann ganz nichtsahnend mit jemandem und hört schon, naja, da schreit schon der andere Betrüger vom letzten Telefonat. Schon irgendwie witzig. Sowas fällt aber natürlich normalen Telefonal oder normalen telefonierenden Menschen nicht auf, weil die natürlich nicht jeden Tag mit so viel von diesen netten Betrügern hier am Telefon konfrontiert sind. Tja, und dadurch ist der Betrug sicherlich nicht ganz so plump, wie er hier auf alle die Videos regelmäßig gucken, eben, ja, ihr wisst, was ich meine. Dadurch ist der Betrug einfach letztendlich nicht so plump. Natürlich sitzt da jemand, der, naja, gefühlt nur Dünnschiss erzählt. Aber wenn man sowas das erste Mal hört, dann weiß man ja auch gar nicht so wirklich, wie das abläuft. Dann kann man höchstens irgendein komisches Bauchgefühl haben.
so richtig wissen, dass das Betrug ist, wissen wir ja nun nur dadurch, dass wir eben so viele Videos schon gehört haben. Und naja, ich das halt eben auch erkläre und auseinandernehme. Wenn man da jetzt aber normalerweise ganz normal selbst ans Telefon geht, dann weiß man es ja nicht schon von den ersten drei Silben, dass da ein Betrüger spricht. Ich meine, gut, anhand der Musik im Hintergrund, die man das öfteren mal hat, kann man das schon raushören oder an dem Geschrei im Callcenter oder zumindest auch an dem ja absolut schlecht deutschen Akzent. Denn wenn euch eine vernünftige Firma anruft, dann wird da auch jemand am Telefon sitzen, der deutschen Sprache flüssig mächtig ist. Und das ist ja hier tatsächlich bei den Betrügern schon oftmals das erste Problem. Was meinen Sie damit? Habe ich auf TikTok gesehen. Helikopter, Helikopter. War bei TikTok. Sie brauchen kein TikTok, Herr Hubschrauber. Sie müssen jetzt Google gehen. Ach so, habe ich vergessen. Wusste ich ja nicht. Haben Sie ja nicht gesagt. Dann befinde ich mich jetzt auf der Webseite von Google. Genau. Ja. Schreiben Sie bitte auf dem Suchfeld. Natürlich. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Okay. Y. D wie Dora. N B wie Dora. Ja, genau. Okay. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Moment. Ja, habe ich gefunden. kwkaufmann.com oder kwklosbrühe. Anydesk haben Sie geschrieben, ja? Anydesk.com. Habe ich in die Google-Suche eingegeben, ja, und jetzt habe ich die, ja, Versuchungsergebnisse, wo man ganz leicht in Versuchung kommt. Ja, anydesk.com sollen Sie draufklicken. Ja, da sind doch jetzt die Suchverzügnisse von der, ja, bei dem. Was sehen Sie als Ergebnis, Herr Hubschrauber? Moment, ich muss mal kurz meine Brille putzen, weil ich sehe nichts mehr, ist alles voll geschmiert. Ja, ja, kein Problem, alles okay. Ja. Ja, so ist das. So, jetzt ist hier so eine aprikofarbene Website. Ja, also Sie sehen eine rote Applikation, ja? No. Aprikot würde ich eher sagen, ja. Ja, ja, aprikofarben. Ich mag die Farbe. Ja, ja. Und ganz oben, linken Seite, ist es geschrieben, Anydesk, ja? Muss ich mal gucken. Einen kleinen Moment. Nee. Schreiben Sie bitte nochmals anydesk.com und öffnen Sie diese Webseite. Na, in die Google-Suche soll ich das wieder eingeben oder wo soll ich das hinschreiben? Ja, ja, wieder Google, ja. Ja, genau. Dann gehe ich jetzt erstmal noch einmal wieder auf ich Ihnen die Google-Seite. Kleinen Moment, ich muss mal die noch ein kleines bisschen, weil ich lasse sie doch so gerne warten. Kleinen Moment. Kein Problem, alles okay. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, Abi Anton, schreiben Sie an Envy Nordpol. Moment, so. Wie war der erste Buchstabe nochmal? A wie Anton, A. A wie Anton. Also 3A. Einmal nein, A. Nein, einmal A. Einmal so. A. Ja, aber ein weil A. Sie haben ja dreimal gesagt. Nein. Ne? Okay. Also A wie Anton, also ein A wie Anton, ja? Nicht zwei. Genau. Okay. Einmal. Habe ich, ja. Und N wie Nordpol, N. Ja, oder Nudelsuppe. Haben und wir jetzt? Y. Ja. Y. Devi Dora. Moment. Devi Deutscher Dackelclub. Hab ich ganz allein geschrieben schon, ja? Devi Emi. Moment. Emil. Ein E wie Erektron oder wie das heißt? E wie Emil. Ach, ein E wie Etchebet. Oder wie jetzt? Ja. Ja, okay, also ein Emil. Ach, wie die Tabletten Erektron. Oder was? Was meinen Sie jetzt genau? Haben Sie E geschrieben, ja? Ein E, Wie Elzebeth. Schreiben Sie bitte jetzt S. S wie Siegfried. Ein S wie Schelegler. S hab ich. Wie Siegfried. Also S. Und? Also vier S insgesamt. K wie Kaufmann. Nein, K wie Kloßbrühe. Warum 4S? Na, Sie haben doch so oft S gesagt. Sie haben gesagt S. Nein, das spielt keine Rolle. Jeder Buchstabe sollen Sie nur einmal schreiben. Ach so, weil wenn Sie da sagen, ein S wie
wie Schimmeldöner und dann noch danach sagen S, dann denke ich, das muss so oft, kann ich ja nicht wissen. Nein, nicht so. Sie müssen diese Buchstaben, alle Buchstaben müssen Sie einmal schreiben. Ani Desk. Ach am Ende so. KWKaufmann.com. Ja. Ja. Ja, dann machen wir das nochmal. Also, der fangen wir nochmal an, ja? Ja, ich habe Ihnen, nur wiederholt. Ja, das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich durcheinander. Haben Sie schon jetzt? Nee, Sie haben mich durcheinander gebracht. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Jetzt haben Sie geschrieben, ja, anidesk.com. Richtig, oder? Nee, weil wir hatten doch gerade abgebrochen. War doch was falsch. Ich verstehe es nicht. Okay, wie können wir fortfahren? Wie können wir fortfahren, Herr Hubschrauber? Weiß ich nicht, wie ist denn die Prozedur? Haben Sie WhatsApp? Sowas habe ich auch. Unter diesem Nummer. Ach, okay, nee. Dann ich schreibe Ihnen per WhatsApp. Ja, aber unter dieser Nummer habe ich keine WhatsApp. Unter welchem Nummer haben Sie WhatsApp? Unter einer anderen. Herr Hubschrauber, jetzt klicken Sie Suchfeld drauf, nochmals. Bei Google wieder? Oder wo? Ja. Okay, kleinen Moment. Ich lasse Sie nochmal ein kleines bisschen warten. Mache ich ja gerne. So, und jetzt müssen wir noch hier klicken und da so ein bisschen klicken und hier noch ein bisschen drücken. Und jetzt bin ich auf die Google-Seite, ja? Nu? Jetzt schreiben Sie bitte A. N-A wie Abfall, ja? Habe ich? Ja. Ja. N? Dann ein N wie Nudelsuppe. N. Naja, ein ja. N wie Nudelsuppe. Eine N und eine Y. Eine Y, wie Jagdfleisch. Y. Y, hab ich. Und D wie Dora. D, Buchstabe D. Einmal. Ein D wie... Was fängt denn mit D an? Draußen vom Wald. Doppelnord. Ja, habe ich. Doppelnord oder Dora, ja? Ja, D. Oder Drachenlord. Sehr gut. Ja. Und E. E wie Emil. Emil. Ja, oder Erektionsstörung. Habe ich. Welche? Na, Erektionsstörung habe ich jetzt. Haben Sie E geschrieben, ja? Ja. Und schreiben Sie S. S wie Siegfried. Oder Saftschubse. Habe ich. Und K wie Kaufmann. Einmal K. K. Ein K wie, ja. Wie Kobold aus dem kleinen Schniedel. Kaufmann, wie Kaufmann. Kaufmann. Ja, oder Kloßbrühe. Und .com. Ein P wie Paula oder Popel? P, nein, kein P. Punkt. Ach so, das Zeichen meinen Sie. Ja, Zeichen, Punkt. Und dann ein, was kam nach dem Punkt? Com. Also ein Punkt C. Com. Habe ich ein C? Kommt noch was nach dem C? Nein, zum Beispiel am Ende der Webseite steht .com, ja, wissen Sie das? Steht da nicht normalerweise .de? Zum Beispiel facebook.com oder und so weiter, .com, ja? Das so was gibt es mit .com? Ich kenne das nur mit .com, ja, .com. .de kenne ich das nur. Gibt es das auch mit .com, ja? Nicht .de, .com schreiben Sie. Also facebook.com und jetzt, suchen oder was? Zum Beispiel am Ende facebook.com steht .com, ja? Also facebook.com. Sie müssen diese .com schreiben. Moment. Anydesk.com. Moment, ich bin nicht so schnell. Gerade sollte ich doch noch Facebook. Warum? Facebook? Na, Sie haben doch jetzt mehrmals gesagt, ich soll mal auf Facebook.com gehen. Nein, nicht Facebook.com. Wenn Sie nicht verstehen, können wir jetzt abschließen, Herr Hubschrauber. Sie sind technisch nicht gut, ja? Aha. Aber was muss ich denn jetzt machen? Ja, letztes Mal, ich werde Ihnen erklären. Schreiben Sie bitte anydesk.com und öffnen Sie diese Website einfach. Das ist nicht kompliziert. Naja, aber Sie haben doch gerade gesagt, ich soll auf Facebook gehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe Ihnen gesagt, nicht Facebook gehen. Zum Beispiel, ich habe Ihnen ein Beispiel gesagt. Ach, das war nur ein Beispiel. Das haben Sie nicht gesagt, dass das ein Beispiel ist. .com, ja? Wie wissen Sie, ja, was bedeutet .com? Nee, was heißt das? Was bedeutet das? Sie wissen noch nicht. Dann können wir abschließen hier, Hubschrauber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich hab dich ja nur verarscht. Tja, da haben wir tatsächlich wieder einen von den ganz netten Betrügern gehabt. Also hier ist zumindest schon mal zugute zu heißen, dass er dann letztendlich von alleine aufgegeben hat, als er festgestellt hat, er wird bei uns hier nichts mehr verkaufen.
Aber das Problem ist, dass sich die Betrüger schon ganz schön Mühe geben und lange versuchen, die Kunden irgendwie, ja, hinters Licht zu führen. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Es ist einfach nur Wahnsinn, dass die Leute einfach bei euch anrufen und versuchen, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der eine oder andere könnte hier tatsächlich drauf reinfallen. Nicht, weil man unbedingt doof ist, sondern weil das ist ja hier tatsächlich Betrug mit Anleitung. Man lässt sich hier komplett anleiten zum Betrug, bis man seine Kohle los ist. Anders kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann gerne den Kanal noch abonnieren. Damit unterstützt ihr den Kanal hier auf jeden Fall auch immer ein kleines bisschen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.